Unsere Themen am Dienstag. Heiße Debatte um Welzower Löschflugzeugstaffel. Einblick in Ärztealltag. Und ein Stück über Rollenbilder und Sexualität. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Das 6. Lausitzer Sommerfest auf Gut Neusagro am 25. August. Ein Sonntag für die ganze Familie. Erleben Sie Kutschfahrten, die Tierschau, Spaß mit der Ackerbanane und Hubschrauberrundflüge. Bei bunten Markttreiben verwöhnen kulinarische Highlights regionaler Produzenten ihren Gaumen. Mit dabei sind die Bands Debs und Krähe. Das Lausitzer Sommerfest, unterstützt vom ProAgro-Verband zur Förderung des ländlichen Raumes, durch Mittel der EU und des Landes Brandenburg. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Löschflugzeuge brauchen wir nicht. Klare Aussage von Innenminister Karl-Heinz Schröter. Er würde stattdessen lieber auf Hubschrauber in Brandenburg setzen. Das sehen andere Politiker ganz anders. Ingo Senftleben von der CDU macht sich für eine Löschflugzeugstaffel in Welzow stark. Die Bundesvorsitzende von den Grünen, Annalena Baerbock, hat das Thema im Bundestag auch schon angesprochen. Passiert ist bislang aber noch nichts. Passend zu den Landtagswahlen wird darüber jetzt wieder geredet und sich auch gleich vor Ort umgeschaut. Wo jetzt noch private Segelflugzeuge landen, könnten in Zukunft auch größere Flugzeuge starten, mit noch größerer Bedeutung. Denn am Flugplatz in Welzow mit dem angrenzenden Sedlitzer See soll eine Löschflugzeugstaffel angesiedelt werden. Zumindest, wenn es nach den Welzow angeht. Schon vor etwa 3 Jahren hat Frank Degen die Idee auf den Weg gebracht. Welzow hält er für den optimalen Standort in Deutschland. Erstmal sind wir hier eigentlich in der Mitte im Norden Europas. Und gerade da fehlt im Prinzip in dem europäischen Konzept noch ein Stützpunkt. Momentan gibt es 3 Stützpunkte südlich der Alpen im Süden Europas, aber im Norden gibt es eigentlich noch gar nichts. Und da sind wir hier in der Mitte Europas, also wenn ich da Skandinavien mit einbeziehe oder die baltischen Staaten mit einbeziehe, die zu Europa gehören, da sind wir hier relativ zentral gelegen. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Die weitere wichtige Voraussetzung ist der Zusammenhang zwischen dem Verkehrslandeplatz und dem Wasserlandeplatz. Finde ich auch kaum in Europa so einen Zusammenhang. In Deutschland schon gleich gar nicht. Diese Idee haben die Welzower heute der Bundesvorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock, näher gebracht. Die hat schon im letzten Hitzesommer die Anschaffung von Löschflugzeugen angesprochen. Bisher ist auf Bundesebene aber noch nichts passiert. Um solch eine Staffel nach Welzow zu bekommen, braucht es eine Koordinierungsstelle im Bund. Die kann dann nämlich die Fördermittel von der EU anfordern. Das Projekt würde zu 75% gefördert werden. Da will Annalena Baerbock auf jeden Fall noch intensiver in die Gespräche gehen. Ich habe jetzt heute hier die regionale Perspektive gewinnen können und sehe auch das enorme Potenzial, vor allem zum einen auf der einen Seite für die wirklich Katastrophenschutzmaßnahmen, aber zum anderen Seite auch den Mehrwert, den es für die strukturelle Entwicklung hier in der Region bringen könnte. Und es braucht aber eine Unterstützung der Bundesebene dafür. Und warum es da so hapert, das wäre jetzt der nächste Schritt für mich, dort mit einzusteigen in die Gespräche, warum man dieses Projekt bisher nicht mit Interesse weiterverfolgt hat, weil es müsste schon die Bundesebene dann auch diesen Standort melden für die europäische Ebene. Im Umkreis von etwa 400 Kilometern würde nämlich nicht nur Brandenburg, sondern fast ganz Deutschland und weitere Teile Europas profitieren. Außerdem kann ein Flugzeug bis zu 12 Tonnen Wasser fassen, ein Hubschrauber hingegen nur 3 Tonnen. Und noch dazu wäre es viel schneller. Beispiel Lieberose-Heise oder beziehungsweise Mecklenburg-Vorpommern. Das ist, sagen wir mal, erreichbar mit den Löschflugzeugen zwischen 10 Minuten und vielleicht maximal einer halben Stunde. Also wäre man mit dem Wasser, 12 Tonnen Wasser dort und könnte sofort löschen. Solche Löschflugzeugstaffeln gibt es in Europa bisher nur in Spanien, Frankreich und Italien. Welzow wäre damit also die erste nördlich der Alpen. Frank Degen stellt sich eine kleine Staffel mit 3 Flugzeugen vor. In brandgefährdeten Zeiten soll am Sedlitzer See dann rund um die Uhr 1 in Bereitschaft sein.
Die Landesregierung will eine neue Entwicklungsgesellschaft gründen. Darauf hat sich das Kabinett heute geeinigt. Mit dieser sollen die durch den Kohlekompromiss zugesagten Strukturhilfen umgesetzt werden. Die Entwicklungsgesellschaft ist dabei eine Tochter der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Der Sitz soll in der Lausitz sein. Mehr Nachrichten folgen im Überblick. Den Anfang macht eine weitere Meldung von der Kabinettssitzung des Landtags. Digitales Brandenburg. Nach Einschätzung der rot-roten Landesregierung ist das Land Brandenburg bei der Digitalisierung gut vorangekommen. Das geht aus einer Zwischenbilanz hervor, die das Kabinett heute zur Kenntnis genommen hat. Fortschritte sollen demnach bei den zentralen Feldern wie Breitbandausbau, Mobilfunk und freies WLAN gemacht worden sein. Allein für den laufenden Breitbandausbau stellt das Land zur Kofinanzierung von Bundesmitteln rund 300 Millionen Euro bereit. Nach bisherigem Stand soll der Ausbau entsprechend der Bundesförderlinie fast überall in Brandenburg bis 2023 umgesetzt werden. Unterschriftenaktion beendet. Die Bürgerinitiative Schönes Cottbus hat insgesamt 5.649 Unterschriften von Einwohnern gesammelt. Die Aktion richtete sich dabei gegen die Brachfläche in der Stadtpromenade. Nach wie vor ist unklar, was mit der Fläche passieren soll. Geplant ist die Erweiterung des Flächenkarrees. Viele Cottbusser wünschen sich aber eher eine Markthalle oder einen Wiederaufbau des Eiscafés Sternchen. Schönes Cottbus hat sich auf keine Variante festgelegt. Derzeit wartet die Bürgerinitiative auf Akteneinsicht. Der Antrag wurde vor knapp 3 Wochen gestellt. Nächtliche Rundfahrt. Dampflok-Fans können bald wieder die Sommernachtsfahrt erleben. Cottbusverkehr und der Förderverein der Cottbuser Parkeisenbahn laden zu dieser am 23. August ein. Gestartet wird ab 18.30 Uhr am Bahnhof Sandower Dreieck. Dort warten Grill, Getränke und Musik zum entspannten Auftakt. Die anschließende Rundfahrt beginnt um 20 Uhr. Entlang der Strecke warten einige Überraschungen auf die Fahrgäste. Die Tickets gibt es nur im Vorverkauf bei der Parkeisenbahn für 16 Euro. Die Karten sind sehr begehrt, einige wenige Plätze sind aber noch zu haben. Einen dreisten Raub hat es heute Vormittag in der Cottbuser Innenstadt gegeben. Einem 69-jährigen Rollstuhlfahrer wurde in der Stadtpromenade das Portemonnaie aus der Hosentasche geklaut. Passanten haben das gemerkt und den Täter daraufhin angesprochen. Der ist dann geflohen. Ein Mann ist ihm aber hinterhergerannt und konnte ihn stellen. Die Geldbörse hat der Besitzer inzwischen zurück. Das Bargeld und der Räuber sind aber verschwunden. Im Sahner Herzzentrum Cottbus werden jährlich mehr als 4.000 Patienten behandelt. Da es im Notfall natürlich schnell gehen muss, bleibt im Vorfeld wenig Zeit, um Station und Ärzte kennenzulernen. Da ein vertrauensvolles Verhältnis aber immer besser ist, können zumindest einige Cottbusser den Ärztealltag vorab kennenlernen. Dieser Einblick ist begrenzt, doch 40 Interessierte durften einen Blick über die Schultern von Dr. Axel Harnert erhaschen. Er ist Chefarzt vom Sahner Herzzentrum Cottbus. Und da gehören eben nicht nur OPs zum Alltag, sondern auch Aufklärung und Vorsorge. Wir können zum einen Bezug nehmend auf den aktuellen Herzbericht aus dem Jahre 2018 erneut Aufklärung betreiben über Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Leider sind wir in Brandenburg immer noch Schlusslicht, was die Herzinfarkt-Sterblichkeit betrifft. Insofern ist Aufklärung für uns immer noch ein großes Thema. Und natürlich sind wir stolz, weil wir unseren neuen Hybrid-OP heute einfach mal aufmachen dürfen für die Leute, zeigen können, wo wir jeden Tag in der Schürze, in der Röntgenschürze stehen und dort unsere Prozeduren durchführen. Und auch Oberarzt Dr. Volker Herwig gibt seine Röntgenschürze ausnahmsweise mal weiter. Die Besucher sollen sowohl die Ärzte als auch die Technik kennenlernen. Und mit der neuesten Technik kann der Hybridsaal glänzen. Seit Juli letzten Jahres wird hier operiert. Hauptsächlich wird hier die TAVI-OP durchgeführt. Das heißt, es werden defekte Herzklappen durch Prothesen ersetzt. 150 Menschen haben sich bei der Lausitzer Rundschau beworben. 40 davon wurden aus dem Lostopf gezogen, um beim VIP-Rundgang dabei zu sein. Wir haben jetzt alles genau erklärt gekriegt, alles gesehen, wie es abläuft. Und irgendwie, muss ich sagen, bin ich beruhigt. Und außerdem habe ich hier auch Leute kennengelernt, die das jetzt erst
kurz hinter sich hatten, habe mit denen gesprochen. Irgendwie bin ich jedenfalls erleichtert. Ich muss sagen, schon der erste Eindruck, den ich hier erhalten habe, der war super, sodass der Entschluss für mich feststand, dass ich mich hier operieren lassen würde. Das ist interessant, dass man mal weiß, wenn man in solcher Situation ist, damit umzugehen. Es war schon überwältigend. Einige Dinge, die gezeigt, vorgeführt wurden, was alles so möglich ist. Und ich denke mal, wenn noch einmal ist, werden wir wieder teilnehmen und das zu vertiefen. Für die Besucher soll es so aussehen, als würden die Ärzte hier alles im Schlaf machen. Trotzdem steckt dahinter jahrelange theoretische Ausbildung und noch mehr Erfahrung. Bis ein junger Arzt selbst operieren darf, schaut Dr. Axel Hanert noch lange genau über die Schulter. Der Weg von einem Medizinstudenten zum Internisten, zum Kardiologen, zum Herzspezialisten bis hin zu einem Spezialisten für interventionelle Kardiologie ist tatsächlich ein Weg, der über 10-12 Jahre geht. Und wenn ich heute einen Assistenzarzt hier einstelle, dann brauche ich etwa 6, 7 oder 8 Jahre, bis dieser Assistenzarzt dann einmal einen akuten Herzinfarkt nachts allein im Dienst therapieren kann. Ein bisschen Theorie muss am Ende aber auch für die Besucher noch sein. Schließlich ist Vorsorge wichtig. Und das Team aus dem Hybridsaal sieht man am Ende doch lieber als Besucher und nicht als Patient. Flutungsstopp am Ostsee und jetzt auch noch das. Die allergene Pflanze Ambrosia soll sich rund um den künftigen Uferbereich ausbreiten. Das haben zumindest Umweltexperten vom Bündnis 90 Die Grünen und vom NABU festgestellt. Die beifußblättrige Pflanze ist gerade in Südbrandenburg stark vertreten. Die Pollen der Ambrosia und der Hautkontakt mit dem Blütenstaub können zu schlimmen Allergien führen. Die erste große Liebe, die lernt Marvin ganz unerwartet kennen. Der 15-Jährige kennt sich in Sachen Frauen aber bislang überhaupt nicht aus. Er hat bislang in seiner eigenen sexualisierten Traumwelt gelebt. Das dürften viele Teenager kennen. Die Darsteller vom Piccolo Jugendclub setzen sich deshalb genau damit auseinander. Pornos, Sex, Männer und Frauen. Der Piccolo Jugendclub macht sich so seine Gedanken. Im neuen Stück Boys Don't Cry untersuchen 13 junge Menschen Rollenbilder und Sexualität in der modernen Gesellschaft. Ihre Gedanken präsentieren sie in der Geschichte um Marvin und Michelle. Dabei spielt jede mal Marvin und jeder mal Michelle. Seit Monaten haben sich die Jugendlichen zusammen mit Spielleiter Matthias Heine damit beschäftigt. Dabei haben sie das Drehbuch zu Marvin is a Frog von Piccolo-Theaterschauspieler Daniel Rattay als Grundlage genommen. In der Vorproduktion kam es zu vielen Diskussionen. Dabei ging es auch um aktuelle Themen, mit denen jeder irgendwann schon mal konfrontiert wurde. Zum Beispiel auch um die Frauenquote in Politik und Unternehmen. Da gab es halt auch so die Debatte von wegen, ja, wäre es denn so viel besser, wenn mehr Frauen da drin sind oder was würde sich denn verändern? Und das war schon so ein kritischer Punkt, wo halt die Meinungen sehr weit auseinander gingen. Wir haben auch einen Artikel zum Beispiel gelesen im Zusammenhang mit dem Stück, wo es um die Rolle von Frauen generell geht, auch im Zusammenhang mit Pornos und inwiefern das halt das Gesellschaftsbild prägt und auch Männer an sich prägt. Und darüber haben wir auch sehr viel diskutiert, weil wir ja jetzt wirklich beide Seiten auch haben. Wir haben hier die Mädchen, wir haben hier die Jungs, die was dazu sagen können. Wir kennen uns alle schon eine ganze Weile, dadurch ist es auch oft sehr offen und man kriegt halt viel von beiden Seiten mit und kann das sich da nochmal austauschen. Alles Themen, über die man auch überhaupt erst einmal bereit sein muss zu sprechen. Spielleiter Matthias Heine stand den Jugendlichen dabei zur Seite. Durch viele Diskussionen ist nach und nach das Stück entstanden. Dadurch, dass wir viele Mädchen in der Gruppe haben, ist es ganz spannend, wenn die diese Jungsthemen verhandeln. Dann bricht sich das nochmal auf eine ganz besondere Weise, wie ich finde. Und wir untersuchen da eigentlich was ganz Archaisches irgendwie. Das hat man auch gemerkt in der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen. Das ist halt nicht so einfach. Wer will sich schon als Junge mit 16 oder 17 sagen lassen, es könnte jetzt hier irgendwie ein Problem geben mit Männlichkeit? Dann hat man ja erstmal Lust zu sagen, hier gibt es überhaupt kein Problem oder so. Ja, und da gibt es zwar eine ganz spannende Auseinandersetzung und das zeigt auch das Stück. Und da haben wir keine Lösung oder keinen Merksatz am Schluss zum Aufschreiben, sondern wir versuchen da was anzuschauen. Männlichkeit, Gefühl und Identität. In Boys Don't Cry zeigen die Jugendlichen des Piccolo Theater Jugendclubs ihre Sicht auf die Dinge.
Die nächste Vorstellung läuft am Donnerstag um 19 Uhr. Wer da nicht kann, kein Problem. Sie haben auch am Freitag und am Samstag jeweils zur selben Uhrzeit die Chance. Bereits morgen Abend wird es im Besucherzentrum vom Park und Schloss Branitz kulturell. Schneiden, kleben und skizzieren. Theodor Fontanes Notizbücher, so heißt der Vortrag von Professor Dr. Gabriele Radeke. Sie leitet die Theodor Fontane Arbeitsstelle an der Georg-August-Universität in Göttingen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und ist das Begleitprogramm zur Ausstellung »Am größten und genialsten ist er wohl in seinen Skizzen«. Kein Durchatmen bei Energie Cottbus, heute Abend das Landespokalspiel und am Freitag schon das Heimspiel gegen Auerbach. Wie Wollitz seine Mannschaft darauf einstellt, das erfahren wir morgen von ihm und Sie dann von Christian Risse. Schönen Abend. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei. Mit der neuen App zum EGWohnen Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. We'll be on your side. Radio Cottbus präsentiert 5. September, 18 Uhr, Spree-Auenpark Cottbus. Come together, run together. Regionale und Cottbuser Firmen präsentieren sich beim 9. DAK Firmenlauf Cottbus. Registrieren Sie Ihre Läufer jetzt unter firmenlauf-cottbus.de. Präsentieren Sie Ihre Firma mit Spaß beim 9. DAK Firmenlauf Cottbus am 5. September im Spree-Auenpark Cottbus. Also eigentlich müsste das für die Tiger hier ja total kalt im Cottbus sein. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kämmerling? Nein, wir heizen ja hier mit dem Erdgas von den Stadtwerken Cottbus. Aha. Erdgas für Cottbus. Stadtwerke Cottbus. Die Nacht zeigt sich bedeckt, die Regenschauer vom Abend lassen nach, die Temperaturen gehen auf 16 Grad zurück. Der Mittwoch startet sonnig, gegen Mittag ziehen zwar ein paar Wolken auf, diese sind aber harmlos. Das Thermometer steigt auf 25 Grad an. Sonne satt heißt es am Donnerstag. Die Sonne scheint von früh bis abends durch, wir dürfen uns auf 12 Sonnenstunden und 26 Grad freuen. Mensch, Wolfgang, du in Uniform. Brennst irgendwo? Heute brennt es mal nicht, Michael. Heute bin ich wie so häufig Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr. Schön, dass du bei der Freiwilligen Feuerwehr bist. Gerade die Ehrenamtlichen, ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei den Vereinen oder beim Sport, brauchen unsere tatkräftige Unterstützung, nicht nur warme Worte. Richtig. Und bei der Feuerwehr ist es ein modernes Löschfahrzeug, ein vernünftiges Feuerwehrgerätehaus und passende Einsatzkleidung. Dann klappt auch die Mitgliederwerbung. Und über Aufwandsentschädigung können sich Ehrenamtliche nur freuen, wenn das Finanzamt außen vor bleibt. Genau so sieht praktische Hilfe aus, denn ohne die Ehrenamtlichen wäre das Leben in unserer Stadt um einiges ärmer. Genau so. Dafür treten wir ein. Ihre Erststimme für Michael Schirak und Wolfgang Bialas.